Hi Leute, herzlich willkommen. Heute neues Video zum Thema Listing. Wir haben schon mal ein Video gemacht mit dem Luca zusammen, der ist auch heute wieder da von AMC Solution, eine Agentur, die euch dabei helfen kann, Listings zu erstellen. Absolute Experte also an dieser Stelle. Und das letzte Video ist so extrem gut angekommen, dass wir uns gedacht haben, hey, wir wollen noch ein paar mehr Sachen hier offenbaren heute und da werdet ihr auf jeden Fall einige Sachen mitnehmen können. Luca, stell dich nochmal kurz vor und ich übergebe dann einfach mal so ein bisschen an dich. Ja, moin moin Leute, ich grüße euch. Ich bin wieder zurück. Heute mit einer neuen Präsentation. Geht heute auf der einen Seite um so ein paar Basics, aber auch so ein paar andere Sachen habe ich noch mitgebracht. Deswegen seid gespannt und lasst doch gar nicht jetzt zu so viel hier drum herum reden, sondern direkt in die Präsentation springen. Geil. Und zwar, worum wird es heute gehen? Ja, heute geht es um so ein paar Listing-Geheimnisse und wie eben schon gesagt, um so ein paar Basics. Zuallererst stellen wir uns aber die Frage, wieso verkaufen andere Menschen mehr als ich? Vielleicht kennst du das momentan, das Problem, egal ob du jetzt ein größerer Verkäufer bist, viele, viele Produkte hast oder gerade erst mit Amazon FBA gestartet hast. Manche oder wahrscheinlich sogar ein Großteil der Leute, die bei Amazon verkaufen, wundern sich immer, weil sie deutlich höhere Erwartungen hatten am Anfang und wundern sich jetzt, warum sie nicht auf der ersten Seite sind, warum macht meine Konkurrenz 100 Sales am Tag und ich mache nur 10 oder 15 und sind dann eben enttäuscht. Und das hat bestimmte Gründe. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, aber ein großer Grund ist einfach ein schlechtes Listing. Ein Listing, wo sie nicht unter bestimmten Keywords ranken und deswegen gar nicht erst sichtbar sind. Aber dazu, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen mehr. Das ist so diese erste Frage und da gehen wir heute nochmal so ein bisschen auf den Grund. Jetzt habe ich was ganz Wichtiges mitgebracht. Ja, das ist wirklich einfach, aber wenn ich das gleich erkläre, wird das nochmal wirklich deutlich für viele, wie mächtig eigentlich diese drei Säulen sind. Ja, ihr seht hier diese drei Säulen plus oben nochmal eine Sonne. Was das genau bedeutet, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar stehen diese drei Säulen für drei verschiedene Bereiche im Marketing. Und zwar sind diese Bereiche alle gleich wichtig, jede auf ihre eigene Art und Weise. Wir haben hier die Säule 1, das sind die Bilder. Wir haben Säule 2, das sind die Listings. Und wir haben Säule 3, das ist das PPC. Oben rechts, die Sonne, sind so diese Bewertungen. Das habt ihr wahrscheinlich so in der Form jetzt noch nie gesehen, aber ich nutze diese bildliche Darstellung sehr gerne, um einfach zu verdeutlichen, dass alle diese Bereiche wirklich wichtig sind. Bei den Bildern ist es so, das ist so dieser Nummer 1 Punkt, weswegen ein Kunde überhaupt auf dein Profil kommt, ja, auf dein Produkt kommt. Der Kunde klickt das nur an, wenn ihm das Bild irgendwie so ein bisschen gefällt. So, das ist dieser erste Punkt. Den nehmen wirklich viele Leute ernst, besonders in diesem FBA-Bereich mit Privatleuten, die vielleicht 1 bis 5, 10 Produkte haben, irgendwie so in dem Bereich. Viele Leute geben sich extrem viel Mühe und dementsprechend ist das hier höher und diese anderen beiden niedriger. Das wirkt einfach unstabil und macht das Ganze nicht wirklich gleichmäßig. Das nächste hier, Listing. Wenn ihr euch beim Listing keine Mühe gebt, und das sehe ich wirklich, wirklich häufig, dass Leute auf das Listing ja so ein bisschen kacken, ist Mist, denn dadurch wird dieses ganze Konstrukt instabil. Ja, PPC auch wirklich wichtig. Viele vernachlässigen das auch so ein bisschen, ist aber genauso ein wichtiger Teil. Und Bewertungen oben rechts, da habe ich jetzt noch nichts zugesagt, das ist einfach generell wichtig. Ja, das macht dein Listing deutlich attraktiver und ist natürlich sowieso Ziel und eigentlich Grundvoraussetzung, dass wir wirklich auch gute, qualitativ hochwertige Produkte verkaufen, also mal mindestens 4 Sterne an Bewertungen haben oder sogar dann 5 Sterne. Das ist dann so der Optimalbereich. Das also jetzt kurz hier dazu. Ich Tatsächlich neulich hoffe, gehört, angeblich 4,5 Sterne konvertieren am besten. richtig, das ist natürlich so ein kleiner psychologischer Trick, dass eben, weil 5 Sterne wirkt immer so ein bisschen unrealistisch, besonders wenn man dann 500, 600 Bewertungen hat, die sind nicht alle immer positiv. Ja, 4,5 Sterne oder dann 4,6, das wird ja immer noch als 4,5 dann quasi angezeigt. Das konvertiert wirklich sehr gut. Ja, jetzt nochmal zu wirklich 4 Listing-No-Gos, die ich immer wieder sehe und die einfach nicht sein müssen. Aber die sind wirklich so simpel umzusetzen. Und deswegen hier Punkt 1. Zu viele oder zu wenig Zeichen in deinem Listing. Vorab vielleicht, ich werde jetzt gleich noch ein paar genaue Zahlen hier nennen. Es ist natürlich schwierig, diese Zahl immer genau zu treffen. Unser Ziel ist es auch nicht, die wirklich auf den Punkt zu treffen,
sondern als grobe Orientierung das Ganze zu sehen. Und das fängt an mit dem Titel. Dieser sollte wirklich maximal 200 Zeichen haben. Alles, was dahinter ist, ist sowieso schon mal Mist. Aber mittlerweile ist es bei Amazon so, dass das Ganze sich so ein bisschen Richtung weniger bewegt, weil sie einfach diese Nutzerfreundlichkeit haben möchten. Und so ein extrem langer Titel ist dann nicht mehr so wirklich gut. Deswegen so eine grobe Orientierung sind sogar dann eher die 150 Zeichen. Wie gesagt, ob das jetzt plus 10, minus 10 sind, so ganz genau kann man das natürlich nie machen, weil das eine Wort ist länger als das andere. Aber so ungefähr als grobe Richtlinie 150 Zeichen sind da so der gute Wert. Genauso bei den Bullet Points. Ja, da haben wir 200 Bytes zur Verfügung pro Bullet Points und normalerweise 5 Bullet Points zur Verfügung. Je nachdem, in welcher Kategorie ihr seid und wie lange ihr schon verkauft und so weiter, gibt es so ein paar Faktoren, dass ihr zum Beispiel 6 Bullet Points haben könnt. Aber das ist jetzt heute ein bisschen unwichtiger, denn heute geht es jetzt hier nur um die Zeichen. Und auch hier wieder, der Kunde steht natürlich im Vordergrund. Das heißt also, ihr sollt jetzt nicht irgendwas dahinschreiben, nur um diese 200 Bytes zu füllen. Aber es ist wichtig, ungefähr als Orientierung diese 200 Bytes anzupeilen. Ob das jetzt 180 sind oder 190, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Hauptsache, es ergibt halt am Ende ein schönes, strukturiertes Bild. Und beim Backend, hier ist es wirklich wichtig, die 249 Bytes so gut es geht voll zu kriegen. Und hier würde ich wirklich versuchen, das Ganze komplett auszureizen. Genau, Backend Keywords. Weil es sieht sowieso keiner. Ja, ihr seid die Einzigen, die das seht. Und viele Leute benutzen die Backend-Keywords gar nicht. Ja, ich spreche häufig mit Leuten, oder es sind auch allgemeine Schlüsselwörter genannt, vielleicht kurz, um das noch dazu zu sagen. Viele wissen gar nicht, was das so wirklich ist, besonders größere Verkäufer, die eben viele, viele Produkte haben und tagtäglich damit arbeiten. Die kennen das nicht. So, und wenn ich denen dann sage, Backend-Keywords, wie viel hast du drin und welche sind da drin, dann fragen die mich, was ist denn das? Das muss einfach nicht sein. Da wirklich allgemeine Schlüsselwörter, wenn ihr das Listing anlegt, findet ihr diesen Punkt auch nochmal da, 249 wirklich anpeilen. Und so gut es geht, ausreizen. Das ist der erste Punkt. Dann, hier habe ich das nochmal mitgebracht als ein kleines Beispiel. Bullet Points, so gut wie nicht vorhanden. Titel kann man da auch noch ein bisschen länger machen, um noch so ein paar Haupt-Keywörter reinzubauen. So sollte das auf keinen Fall aussehen. Also das ist hier wirklich mal so ein perfektes Negativbeispiel dafür. Machen wir weiter mit Punkt 2. Das ist wahrscheinlich einigen schon so ein bisschen bekannter. Ich habe es trotzdem nochmal mit reingenommen, weil es eben Leute falsch machen und es wichtig ist zu sagen, Preise gehören absolut nicht in den Titel und andere irrelevante Punkte auch nicht. Es gibt da wirklich Sachen, die sind verboten und da greift Amazon auch mittlerweile relativ hart durch und schmeißt euch dann gerne raus. Besonders wenn ihr diese ganzen Fehler mehrere Male macht. Das heißt also immer wieder euren Titel da reinhaut, um irgendwie da die Nase vorn zu haben. Irgendwann sagt Amazon, pass auf, jetzt ist Schluss, du bist quasi raus und kannst nicht mehr verkaufen. Und das wollen wir natürlich absolut nicht. Hier als kleines Beispiel, solche Sachen wie jetzt neu. Alles, was jetzt hier quasi rot markiert ist, das am besten nicht verwenden oder nicht nur am besten nicht verwenden, sondern absolut nicht verwenden. Das nächste, nur 3,99 Preise haben da nichts zu suchen im Titel. Das funktioniert mittlerweile sogar meistens gar nicht, wenn man versucht, den Titel anzulegen. Aber wenn es doch durchgeht, kurz danach seid ihr trotzdem dann wieder da gesperrt. Dann das nächste ist direkte Aufforderung, sowas wie schlagt heute zu, auch rauslassen. Und hinten Ausrufezeichen, Dollarzeichen, was auch immer, viele schon gesehen, funktioniert alles nicht und ist auch absolut nicht gerne gesehen. Dann gratis, das hat jetzt hier nochmal eine andere Farbe, ist ein bisschen schwierig. Teilweise ist das okay, wenn ihr zum Beispiel wirklich einen Gratisartikel mit dazu anbietet, sind wir jetzt irgendwie im Bereich Hundebürste und ihr habt jetzt irgendwie da nochmal was Spezielles mit dazu, dann ist dieses Gratis noch okay. Ist aber mittlerweile auch schwierig, wenn es eben, besonders dann, wenn es eben nichts Gratis dazu gibt. Manchmal schreiben das Leute trotzdem mit rein, das, wie gesagt, auch einfach weglassen. Genau, dann der nächste Punkt, kein HTML-Code nutzen, wenn das EBC noch nicht freigeschaltet ist. So, viele Leute, besonders am Anfang, haben noch keine Marke angemeldet. Sowohl bei Amazon nicht registriert, als auch beim DPMA noch nicht angemeldet. Und deswegen können die eben nur die Beschreibung nutzen. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder in die Beschreibung ganz normal Text reinklatschen oder ihr nutzt den HTML-Code. Das könnt ihr vorher im Internet könnt ihr einfach mal eingeben, HTML-Code und dann Amazon. Da gibt es verschiedene Webseiten. Da kann man das Ganze wirklich, die Beschreibung, so schön es eben geht. Natürlich EBC,
ist deutlich cooler und sieht auch deutlich besser aus. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Aber wenn eben am Anfang die Möglichkeit noch nicht ist, und das ist bei wirklich vielen so, dann nutzt zumindest diesen HTML-Code. Ja, damit könnt ihr das Ganze wirklich schön strukturieren. Und wichtig, das hatte ich jetzt, war das vorgestern wieder, da haben wir einer Kundin einen HTML-Code geschickt und das sieht wirklich sehr verwirrend aus. Das sind Zahlen, Buchstaben, größer, kleiner und so weiter. Das macht ihr trotzdem genauso in die Beschreibung bei euch im Listing rein. Und das sieht man dann aber wirklich schön strukturiert dann letztendlich im Listing selbst. Also da keine Sorgen machen, einfach mal reinmachen und dann 15 Minuten später auf eurer Seite gucken, dann seht ihr, dass wirklich alles schön strukturiert ist. Genau das ist, wie gesagt, auch so ein Fehler, den viele machen. Hier nochmal das Beispiel. Ihr seht jetzt hier einfach nur 4 Zeilen. Das sieht nicht schön aus, geht auch komplett unter. Das heißt, wenn jemand durch das Listing scrollt und nach unten zu den Bewertungen, Produktbeschreibung geht unter. Das sieht fast keiner. Es sei denn, ihr habt das eben mit diesem HTML-Code, dann könnt ihr das deutlich länger ziehen, grafisch ein bisschen schöner machen und dann läuft das. Macht auch mehr Lust aufs Lesen, wenn nicht die Zeilen immer komplett durchlaufen. Das ist das. Genau, genau, auf jeden Fall. Es wirkt dann nicht so gequetscht, sondern wirklich Punkt für Punkt kannst du dann auf Vorteile eingehen und so weiter. So, jetzt der letzte Punkt, das letzte No-Go, und zwar ist das Listing der Konkurrenz zu kopieren oder sich stark inspirieren lassen. So, was ich euch mitgeben kann, und das ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp von mir, bevor ihr euer Listing schreibt, geht auf keinen Fall zur Konkurrenz und guckt da erstmal, sondern macht es erstmal selber. Ihr seid die Experten von eurem Produkt, ihr habt das ausgearbeitet, ihr wisst, was euer Produkt besonders macht. Ihr habt die USP selber ausgearbeitet und schreibt dann erstmal wirklich so ein bisschen das Ganze nieder. Schreibt das erstmal so, wie ihr euch das jetzt vorstellt, denn was ihr dann merkt, ist, dass ihr komplett andere Sachen größtenteils mit reinnehmt, als zum Beispiel jetzt die Konkurrenz. Und dadurch hebt ihr euch so ein bisschen ab. Es ist natürlich wichtig, bei der Konkurrenz dann später zu gucken nach Keywords. Das Ganze müsst ihr aber nicht direkt auf dem Listing machen, sondern da reicht euch die ASIN und dann Helium 10. Aber ganz am Anfang, wenn ihr das Listing quasi schreibt, extrem wichtig, gar nicht so sehr bei der Konkurrenz gucken, sondern wirklich erstmal selber zu schreiben. Und wenn ihr dann fertig seid, dann könnt ihr nochmal drüber gucken und schauen, ob ihr da nicht vielleicht doch einen wichtigen Punkt vergessen habt. Aber erstmal selber schreiben. Das ist wirklich extrem, extrem cool, das nochmal zu wissen. Ich glaube, wenn man sich so inspirieren lassen will, ist es immer am besten, bei den Kunden zu schauen. So die Reviews durchzulesen, was schreiben die Kunden, welche Wörter und Begriffe benutzen die, um bestimmte Sachen zu beschreiben, wofür benutzen sie das und so weiter und so fort. Also wenn inspirieren lassen, definitiv nicht von der Konkurrenz, sondern immer vom Kunden. Genau, genau, absolut. Das habt ihr dann hoffentlich schon mal gemacht, ganz am Anfang, als ihr euer Produkt ausgewählt habt. Da habt ihr ja schon mal die Kommentare alle durchgelesen und wisst so, worauf kommt es wirklich an. Und genau solche Punkte baut ihr dann eben auch mit ein. Habt ihr das Problem gelesen, dass häufig die, nehmen wir wieder eine Bürste, dass die häufig bricht, dass ihr jetzt in eurem Listing quasi darüber sprecht, dass ihr jetzt wirklich eine sehr, sehr robuste Bürste entwickelt habt. Ja, falls das jetzt wirklich so ist, weil wenn das nicht so ist, wenn dann trotzdem keine ist, dann schreibt wie sind wir jetzt so auf rein. Wie sind wir jetzt auf die Bürsten gekommen? keine Ahnung, keine Ahnung. So, nee, Alter, ich glaube, ich habe auch nicht verstanden. Genau, genau. Hier habe ich nochmal jetzt so ein bisschen das Ziel reingeschrieben, was es sein sollte oder wie es sein sollte. Auch hier wieder, viele denken, dass wenn sie ihr Produkt dann reinhauen, dass das wie so ein Kurvenverlauf ist quasi, dass das hier schlecht anfängt und dann zack, auf einmal durch die Decke geht. Das ist bei den wenigsten der Fall. Normalerweise ist es immer so, dass es so ein konstantes Wachstum ist. Ja, und das Ziel ist wirklich für uns alle, dass wir immer, immer weiter wachsen. Dass wir nicht an einem bestimmten Punkt aufhören, sondern immer noch mal gucken, was können wir noch optimieren, was können wir hier noch machen, was können wir hier noch machen. Ausnahmen sind natürlich, wenn du jetzt irgendwie 100, 200 Produkte hast, dann kannst du nicht auf jedes Produkt so richtig eingehen. Hast du jetzt aber nur 1 oder 2 Produkte, dann sollte dein Ziel immer sein, noch mal ein bisschen mehr rauszuholen, besonders wenn ihr in sehr umkämpften Nischen seid. Wenn ihr jetzt wirklich komplett alleiniger Marktführer seid, ihr habt keine Konkurrenz und ihr habt sowieso schon ein Problem damit, dass ihr dauernd out of stock geht, anderes Thema. Aber wenn es eben so ist, dass ihr jetzt in einem
in der Nische seid, wo ihr wirklich kämpfen müsst, wo ihr wirklich beißen müsst und euch immer neue Ideen überlegen müsst, wie kommt ihr jetzt an der Konkurrenz vorbei und ihr seid immer so auf Platz 5, 6, dann da auf jeden Fall immer versuchen zu wachsen und immer neue Sachen mit eben einzubauen. Jetzt zum Schluss habe ich noch was eben schon mal angesprochen, was mitgebracht, und zwar das Thema EBC. Ja, viele unterschätzen auch hier immer noch das EBC und wissen nicht, wie sie das zu ihren Gunsten umsetzen können. Vielleicht noch mal ganz kurz für die, die jetzt nicht wissen, was das EBC ist. Das EBC steht für Enhanced Brand Content, also den erweiterten Markeninhalt. So, was heißt das? Das ist einfach die Möglichkeit, die euch Amazon bietet, wenn ihr eure Marke bei Amazon registriert habt. Dann könnt ihr im unteren Bereich, da wo normalerweise die Beschreibung steht, könnt ihr jetzt das Ganze grafisch deutlich schöner darstellen, mit Bildern, mit mehr Text, und du hast dann da 5 Module zur Verfügung, wo du dich ja künstlerisch so ein bisschen austoben kannst und dein Produkt nochmal deutlich besser präsentieren kannst. Du kannst dann nochmal 5, 6 Bilder mit reinhauen, du kannst nochmal ein bisschen was über deine Marke erzählen, aber alles soll wirklich dann schön strukturiert aussehen. Und was wirklich wichtig ist, von Amazon selbst die Zahl angegeben, dass Leute, die ein EBC nutzen bei ihren Produkten, ca. 5% mehr Umsatz erwirtschaften. Das hört sich jetzt erstmal nach einer kleinen Zahl an, ist aber auf das ganze Jahr gesehen wirklich nochmal ein immenser Unterschied und ist vielleicht der Unterschied, der dir jetzt gerade noch fehlt, zum Bestseller. Du bist jetzt auf Platz 2, der Konkurrent macht immer 3, 4 Sales mehr als du. Mit dem EBC eine Möglichkeit, den jetzt zu überholen. Und jetzt habe ich euch nochmal was mitgebracht, direkt für das EBC, denn wir haben dadurch, dass wir jetzt mittlerweile wirklich viele EBCs geschrieben haben und da viel ausgetestet haben, was funktioniert nicht so, haben wir euch hier ein Beispiel mitgebracht von einem EBC, was wirklich sehr gut funktioniert. Das ist jetzt kein EBC, was irgendwo direkt bei einem Produkt so steht, sondern das habe ich jetzt einfach mal so mitgebracht, um darauf wirklich niemanden irgendwie, ja, durch zu viel Traffic auf ihrem Produkt zu schaden. Deswegen habe ich das jetzt hier einfach mal so mitgebracht. Und zwar ist das eins von 3 Top-Layouts. Also es gibt, wir haben mittlerweile so 3, unsere Top-3 Layouts, wo wir wirklich wissen, Conversion Rate ist hier am besten. Ja, das ist hier auf der rechten Seite, du siehst es, hier in verschiedene Elemente aufgeteilt. Um das EBC so ein bisschen zu verstehen, muss man wissen, du hast verschiedene Elemente, die du eben am Anfang anklicken kannst und dann kannst du dir das Ganze selber, das ist wie so ein Baukastensystem, kannst du dir das aufbauen. Und dieser, in Anführungsstrichen, Trick ist jetzt eben der, dass man diesen Baukasten gar nicht so richtig nutzt, sondern nur Bilder. Das kann man jetzt hier nicht ganz so gut erkennen, aber ihr seht hier, dieses Next Generation of Clean ist ein Bild. Darunter ist dieses Screen Shine, das ist ein Bild. Das sind quasi längliche Bilder untereinander. Ja. Aber was ihr dazu braucht, ist, ihr braucht dazu entweder einen Fotografen, der euch die Bilder mal macht, und dann noch ein Designer, der das Ganze für euch übernimmt. Oder ihr seid wirklich relativ gut mit Photoshop oder ähnlichen Programmen, dass ihr das selber machen könnt. Aber der Trick hierbei ist einfach, dass ihr dieses Bild schon vorher habt und hier euren Text reinmachen könnt. Oder dann diese Grafiken, sowas wie Save for All Screens und so weiter und so fort. Das funktioniert wirklich super, super gut. Und kann ich euch nur empfehlen, das so zu machen, falls ihr da jetzt noch keinen Designer oder sowas kennt. Einfach mal bei Fiverr nachschauen oder auch bei uns, wenn ihr das gerne machen wollt, denn da zeigen wir euch dann, was wirklich funktioniert. Genau, das war es jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet da noch ein bisschen was mitnehmen. Und ja, falls ihr interessiert seid daran und selber keine Lust habt, das Listing selber zu schreiben, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir übernehmen das und schreiben euch wirklich ein Listing, was rankt, konvertiert und letztendlich euch die Sales gibt, die ihr euch wünscht. Genau, das von mir. Sehr cool. Ja, erstmal vielen Dank für die Präsentation. Waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Auch noch einmal ganz kurz, ist gleich, glaube ich, gerade ein bisschen Untergang. Also was du hier bei dem EBC mit dem Text in den Bildern, dass sozusagen Amazon natürlich in diesem Baukastensystem, so wie das, wie man das kennt, immer relativ begrenzt ist, aber indem man einfach den Text schon mit in die Bilder reinpackt, einfach viel andere neue Möglichkeiten dann dadurch auch generieren kann. Ja, genau. Mega. Auch mal interessant, dass wir was zum EBC mitbekommen. Finde ich sehr, sehr cool.
und viele Leute im Programm bombardiert. Lukan, der ist in der WhatsApp-Gruppe auch mit drin, mit Fragen rund zum Listing. Ja, genau. Abschließend nur noch eine Sache. Also immer, wenn ihr das Listing erstellt, diese technischen Sachen sind unglaublich wichtig. So diese Titellänge und so weiter und so fort. Aber letztendlich immer drüber nachdenken, letztendlich kauft dein Kunde euer Produkt und nicht Amazon. Und dem Kunden ist es egal, ob du jetzt 150 oder 160 Sachen drin hast, Zeichen. Du musst natürlich darauf achten, dass du diese Kennziffern ungefähr einhältst, um eben deine Keywörter und so weiter und so fort, was du gerade auch besprochen hast, drin zu haben, aber auch immer an den Kunden denken und nicht nur an die Zeichen und Anzahl von Bytes und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich Genau, ja. sagen, schaut euch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall das andere Video an mit Luca. Das war auch sehr, sehr geil. Und wir sehen uns. Danke dir, Luca. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.